Hi, ich bin Art von unser Hobby Selbstversorgergarten. Und heute wird Getreide gesät. Ich bereite hier gerade das Saatbeet vor. Ja, das war das, wo Stroh drauf lag. Und eine Hälfte nehme ich jetzt für Getreide und die andere für Kartoffeln. Und da, wo die Kartoffeln hinkommen, tue ich halt das Stroh hin. Und hier mache ich jetzt normale Wurzeln raus. Von Brennnesseln. Und all so ein Zeug. Ja. Also. Und dazu. Einfach so. Habe ich hier so einen dicken Ballen meistens. Kann ich dann einfach kleiner machen, immer kleiner. Bis halt nur noch die Wurzeln da sind. Weil das ist irgendwie so ein richtig schlimmes Zeug, was man nicht einfach so aus der Erde ziehen kann. Sondern. Das hat so lange Wurzeln und die reißen halt immer ganz schnell ab und so. Ja, halt richtig fies, das Zeug hier. Ja. Ich grab jetzt hier einmal um. Am liebsten will ich einfach mit der Motorhacke oder Gartenfräse hier durchfahren. Aber es ist Sonntag und dann macht man das dann nicht so krach und so. Deswegen greife ich das einfach jetzt kurz schnell von Hand um. Hier das ganze Stück, was ich gerade umgrabe, kommt dann Getreide. Und ich muss mich jetzt voll beeilen, weil ich fahre morgen auf Klassenfahrt eine Woche. Und da wäre ja noch eine Woche später. Und jetzt muss ich das noch schnell Sonntagabend säen. Ja, also das Video ist dann schon was älter, wenn das hochgeladen ist. Und dann wieder auf in die Schule. Und ich habe schon. Also, vielleicht wundern sich manche, warum ich nur so selten Videos hochlade. Ich habe immer schon total viele Videos fertig. Nur irgendwie mag YouTube mich nicht oder so. Also nein. Irgendwie schlägt das immer wieder. Also, das schlägt immer wieder fehl. Ist aber. Ja, okay. Und dann wird das Video halt einfach nicht hochgeladen. Also das dauert schon. Meistens so einen Tag und dann steht da, dass das fehlgeschlagen ist. Und ja, deswegen dauert das halt immer etwas, bis halt das nächste Video wieder hochgeladen ist. Und ich habe noch total viele Videos von letztem Jahr im Sommer und so. Ja, deswegen. Hier sieht man, was die für einen Bauschutt alles da reingeworfen haben. Da habe ich ja auch im Moment das neue Beet. Und was man da alles so findet, ist echt heftig. Hier auch schon wieder eine Schraube. Aber das Stroh hat eigentlich echt gut geholfen. Die Erde ist dann noch schön feucht drunter und noch voll weich. Also noch schön umgegraben eigentlich. Nur das Beet soll halt ganz fein sein fürs Getreide. Deswegen. Ich habe echt keine Zeit mehr. Wir gehen jetzt gleich noch weg. Am Ende der Ferien. Ja. Dann sehe ich halt einfach nach der Klassenfahrt in 5 Tagen. Aber Spinat muss jetzt noch gesät werden hier. So,
jetzt säe ich erstmal Spinat noch schnell aus, damit das noch halt wachsen kann, bis ich wieder da bin und halt schon keimt, damit das halt nicht auch so spät ist. Und ich habe mir hier so eine Stange gebaut, mit der kann ich dann säen, damit das halt gerade ist, weil ich bekomme das nie gerade hin. Und die haben jetzt einen Abstand von 3 Zentimetern. Und da werfe ich jetzt halt einfach überall ein Ding rein, ein Samen. Ja. Ich mache das gerade und fein. Damit ich besser säen kann. So mag man sein Beet doch. Schön fein. Und jetzt kann gesät werden. Die ersten Pereien sind gesät. Wie man das? Ich weiß nicht, welchen Abstand man nehmen muss. Wenn ich zu dicht gesät habe, vereinzel ich später einfach noch ja, die Reihen. Dann denke ich mal gut. Ist immer so. Eine Hand. Ja. Also ich werde mal schauen, ob das so klappt dieses Jahr. Und dann nächstes Jahr verbessern oder halt weiter so hin säen wie jetzt. Ich habe jetzt schon mal alle Streifen gezogen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. 16 Reihen A. Wie viel waren das jetzt nochmal? Ich meine 3 Meter oder so, ungefähr oder 4. Ja, da mache ich mich jetzt mal ans Säen. 3 Reihen habe ich schon oder 4. Ja. Also hier kommt Weizen, also die erste Hälfte, wo ich gerade stehe. Auf die andere Hälfte Rocken. Bei Tegengemüsen ist das die meiste Arbeit, das Aussehen bei mir im Beet hier. Was ja eigentlich sehr erfreulich finde ich. Ja. Also ich will ja nicht so viel drauf treten, deswegen habe ich jetzt noch so weit wie möglich Leiten zu kommen, um zu säen, ohne aufs Beet zu treten. Aber gleich muss ich wohl oder übel aufs Beet treten. Ach, also dauert das voll lange.
Jetzt kann ich von hier. Von hinten aufs Feld. Ich mache erstmal die Reihen zu. Vergleichen auch mit dir, bei wem das besser klappt und so, weil wir haben hier jetzt die gleichen Arten. Es sei denn, du hast irgendwie wieder neues gekauft, neues Saatgut, aber ist halt schon gut. Und ich finde immer wieder Scherben und schneide mir fast die Hände auf. Nur das sind schon so viele gewesen. Ich habe voll Glück, dass ich mich noch nicht geschnitten habe. Aber hier war auch so viel Baumschutt drin, ne? In der Erde. Und in dem neuen Beet ist auch so viel. Ah. Hier schon wieder so ein Dachziegel. Ich werfe die einfach immer über den Zaun. Weil da ist ja auch alles voll. Und die macht dann auch nichts mehr aus, wenn ich da noch. So, jetzt bin ich fertig mit Säen. Hier, wo da der kleine Stock steht in der Erde, sieht man das jetzt? Da habe ich jetzt Roggen hingepflanzt und den Rest Weizen. Ich habe mal lieber mehr Weizen angepflanzt, also gesät.
glaube ich, besser. Ja, gieße ich kurz noch ein bisschen an, weil ich hoffe mal, es regnet nicht. Deswegen gieße ich an. Weil das soll jetzt möglichst schnell keimen. Und falls es jetzt ein paar Tage nicht regnet oder so, und der dann halt ganz langsam nur keimt, gieße ich jetzt mal lieber an. Mache ich auch mal ein bisschen nass, damit der schneller verschimmelt, nicht verschimmelt, vergammelt oder wie das auch immer heißt. So. Fertig. Soweit jetzt hier vom Getreide sein. Bald mache ich ein Update davon, wenn das schon mal ein bisschen gewachsen ist. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschö.